Hallo. In den Supervisionen, die ich anbiete und auch in den Ausbildungen und auch so immer mal wieder, werde ich gefragt, was es eigentlich braucht, neben einer Ausbildung, um ein guter Yogalehrer zu sein. Und ich wurde damals vor 1 oder 2 Jahren auf einer Podiumsdiskussion vom BDY relativ spitzfindig von dem Moderator gefragt, ob es denn überhaupt geht, in einem Jahr ein guter Yogalehrer zu werden. Und ich habe ja gesagt und ich hatte zum Glück Patrick Broom neben mir, der mir da den Rücken gestärkt hat. Und ich will auch heute dabei bleiben, weil ich sehe das tatsächlich so, dass die Zeit nicht das ist, was einen guten Yogalehrer ausmacht, die Zeit der Ausbildung. Was macht ihn dann aber dann aus? Das war ja die Frage. Und um das zusammenzufassen in den beliebten 3 Punkten, die ja jetzt so häufig immer gerne zitiert werden, sind es tatsächlich 3 prägnante Dinge und die fangen alle 3 mit P an. Und das erste ist die Praxis. Damit sage ich euch aber nichts Neues. Also damit ist die eigene Praxis gemeint und auch die Unterrichtspraxis. Es ist nun mal so, wenn man eine Sache so und so oft gemacht hat, dann wird man ein Meister darin. Das passiert nicht über Nacht, selbst wenn man ein Natural ist. Es passiert durch das ständige Tun, bis es in die DNA hineingeht. Also, machen, machen, machen. Das ist das Erste, die Praxis. Das Zweite ist die Präsenz. Das haben wir jetzt auch einige spitz gekriegt und bieten ganz viele Präsenz- und Charisma-Seminare an oder wie auch immer die dann heißen. Und da werden einem zusätzliche Techniken gegeben, wie man präsent ist. Und das Ding ist, dass meiner Ansicht nach es mit der Präsenz auch daran scheitert, dass man sich Sachen aufsetzt. Also dass man sich das, von dem man denkt, dass es einen präsenter oder durchgriffiger macht, dass man dafür eine gewisse Form von Aufgesetztheit irgendwie mitbringen muss. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Sprecht, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Stellt euch dahin. Seid überzeugt, dass das, was ihr von eurem jetzigen Standpunkt aus gebt, genug ist. Und das ist meines Erachtens ein ganz großer Baustein für die Präsenz, die sich auch mit Authentizität gut gleichsetzen lässt. Zumindest kommt es so beim Schüler an. Und das Dritte, was ich ganz wichtig finde, ist eine gewisse Form von Pragmatismus. Also man muss das Rad nicht neu erfinden. Auch nicht jede Yogastunde muss ganz neu sein, muss phänomenal neue Einblicke geben. Macht das, was ihr gelernt habt, wiederholt das, was ihr gelernt habt. Eine Schönheit liegt auch ganz besonders in der Wiederholung, im Rhythmus. Das ist was, was ganz oft unterschätzt wird. Also, gönnt euch eine gewisse Form von Pragmatismus. Das wäre das dritte P, neben der Präsenz und neben der Praxis. Nehmt es wie ein Handwerk, was ihr macht, wie ein Job, den ihr macht. Und dann, glaube ich, sind 3 wichtige Sachen erfüllt, um sich einmal als guter und kompetenter Yogalehrer zu fühlen und auch so wahrgenommen zu werden. Denn es sind ja immer 2, die das entscheiden. Man selbst und der Schüler. Und in dem Sinne, vielleicht hat der ein oder andere Lust, zum Infoabend zu kommen am Freitag, am 14. oder sich mal auf unserer Internetseite umzugucken bei der Yogalehrerausbildung. Start ist im November. So oder so, ich freue mich auf euch. Dhanyavad, Prem und Om.